Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. So, weiter geht's auf Richtung Dings. Warum habt ihr die Baustelle so liegen? Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Man merkt, dass du ein Vampir bist. Das ist, jetzt habe ich erst nie, hab ich nie darauf geachtet, dass es Vampire sind. Ein dunkler Rucksack, geil. Oh boah, der war leer. Das ist ein Dieb. Zwei Wölfe. Das ist ein normaler Fuchs. Das Gebiet ist absuche, ich sehe nicht außer halt die beiden Wölfe. Da war keine Notiz. Ah, der Fuchs sieht scheinbar nicht. Egal. Ich habe keinen Bock zurückzurennen, deswegen gehen wir mal wieder zum nördlichen Hochbeinpass. Dann um die Quest werden wir später kümmern, weil da habe ich gerade keinen Plan. Und dann reiten wir weiter Richtung Weißlau. Woher seid ihr gekommen? Das wird euch eine Lehre sein. Dann reiten wir weiter Richtung Weißlauch.
endlich! Die dunkle Bruderschaft schon wieder. Wann geben sie, warum geben sie nicht einfach mal auf? Erst dunkle Bruderschaft, jetzt ein Hochelf. Noch zwei Quests im Waldlauf. So. Ich dachte, ihr seid in eurer Stadt verbannt. Ah, schöne Weißlauf, ey. Wartet! Ich kenne euch doch. Wartet, ich kenne euch doch, ne? Kommt herein. Ich habe gerade das Feuer neu angefacht. Setzt euch und wärmt euch auf. Was braucht ihr, Augenweide? Oh. Piranha. Nicht. Ich kann nur noch an meinen Sohn Thorald denken. Sie sagen, er sei umgekommen. Mein liebster Sohn. Ich weiß, wohl ein wenig mehr Mensch, als auch Gott ist. Denn wir sind die Kinder der Menschheit. Skjor sagt, ich hätte Isgramors Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Manche denken, ich sei nicht... Ihr scheint ein Talent dafür zu haben. Ich werde es die Verantwortlichen wissen lassen. Skjor hat vorhin nach euch gesucht. Sprecht so schnell wie möglich mit ihm. Ja, sollte er aber. Ja. Ich war das neueste Mitglied der Gefährten, bis ihr kamt. Aber das ist schon in Ordnung. So kann ich euch mit allem vertraut machen. Der neueste Rekrut, richtig? Moment, stimmt das wirklich? Ja. Wieso ist Skjor?
ganzen Nächten träume ich von den Nebeln von Sovngarde. Bist du Skjör? Nee. Kordak. Wir haben 15 Steine vom Balancier, 10 Stück fehlen noch. Wenn ihr so alt wie ich werdet, werdet ihr den Geruch des Blutes vermissen. Merkwürdig, ich weiß. Nidra-Herz. Das braucht ihr nicht. Lasst uns nicht zu viel Zeit mit Worten zubringen, wenn der Ruhm auf uns wartet. Seid ihr noch immer hier? Ja. Weil was das nicht haben will. Geht. Gut, ja. Ohne Wigner wäre ich jetzt tot. Er nahm mich auf und half mir das. Vor ein paar Jahren ging es mir nicht gut und ich begann zu trinken. Aber Wigner hat mir diese Schwäche ausgetrieben. Das ist klar. Ah, da seid ihr ja. Ja, für dieses Mal habe ich etwas geplant, was ein wenig anders ist. Aber das muss nicht jeder hören. Trefft mich heute Nacht in der Tiefenschmiede. Dann reden wir weiter. Die Tür ist verborgen, aber ich zeige euch den Weg. Dann gehe. Wo ist die Tiefenschmiede? Ist sie im Weißlauf? Das ist die Himmelsschmiede oben. Und das ist die Himmelsschmiede. Seid ihr bereit? Das ist keine Prüfung, Jungblut. Das ist ein Geschenk. Tretet ein. Aha. Gut, dass ihr da seid. Es ist lange her, dass wir ein Herz wie das eure in unseren Reihen hatten. Diese klägliche Zeremonie hinter der Halle wird Kriegern wie uns nicht gerecht. Ihr verdient mehr Ehre als ein paar Hochrufe und ein Fest. Ich hoffe, dass ihr Ayela auch in dieser Form erkennt. Sie hat sich bereit erklärt, euer Ahne zu sein. Wir machen dies im Geheimen, weil Kotlak zu sehr damit beschäftigt ist, dieses große Geschenk wegzuwerfen, das uns gegeben wurde. Er ist der Meinung, dass wir verflucht wurden. Aber wir wurden gesegnet. Wie kann etwas, das diese Macht verleiht, ein Fluch sein? Also nehmen wir die Sache selbst in die Hand. Um in die Sphären der Gefährten aufsteigen zu können, müsst ihr uns im gemeinsamen Blut des Wolfes beitreten. Seid ihr bereit, euren Geist mit der Tierwelt zu vereinen? Eure Entscheidung. Wir werden euch nicht zwingen. Ihr findet uns hier, sobald ihr bereit seid. Ich will kein... Nein, ich will nicht. Bis zum nächsten Mal. Wo wird der Weg hin? Alloy.
Ist hier geheimer Ausgang hier? Ah, one way. Nein. Beim Windhelm noch was? Wir sollen ja nach Gullumai beschatten. Wo immer er sich befindet. Wo ist der überhaupt? Auf der Karte wird mir da hinten angezeigt. Wo ist denn Gullumai? Hier ist er in der Salzwassergrotte? Ja, ist er. Woher seid ihr gekommen? Mit euch kämpft. Wer ist da? Wusste ich doch, dass ihr etwas gehört habt. Irgendwo ist der Eingang. Was? Doch niemand hier. Irgendwo hier ist ein Durchgang. Irgendwie müssen wir da reinkommen. Aber die Frage ist nur wie.
Hätten wir so irgendwas sein. Aha. Aber tritt ich durch das, durch die Dings. Das ist quasi Schmugglertunnel. Oh nein, bitte, es darf keine Wache darum stehen. Ihr da, redet mit Eierbrüdern. Deja. Ich kümmere mich um die Pferde, um die Ziegen, um die Hühner und den Garten. Hier ist gerade kein Kaiserlicher oder keine Wache. Aha. Nice gemacht. Also war die Quest doch nicht verpackt. Das wird euch eine Lehre sein. Danke, Serana. Woher seid ihr gekommen?
Aha. Okay, das Alternativweg hier. Ach, Serana. Ist das aber eine Überraschung? Vielleicht abgehauen ist. Endlich mal wieder. Was mit der Verzauberung. Zusatzeffekte. Kann zwei Zauber. Das wäre geil. Aber müssen wir noch ein bisschen viel machen. Wir können erstmal machen wir hier. Effektiver. Seid ihr bereit, heute zu sterben? Woher seid ihr gekommen? Mit euch kämpft es sich. Ach nee, ne? Ich habe wieder irgendwas aufgesammelt, weil ich die brauche. Ah, ich die Rüstung noch dabei hier. Ja. Was nun? Ich bin dabei. Alles klar. Ich hätte etwas gehört. Mit euch kämpft es sich gut. Nice, so. Gespawnt. Da ist ein Khajiit.
gefunden. Nice, so. Das können wir mal. Oh ja. Aber kein Grund, etwas Überstürztes zu tun. Das ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Ich wollte Mercer alles erzählen, wirklich. Bitte, er wird mich töten lassen. In Ordnung, in Ordnung. Carlia. Ihr Name ist Carlia. Mercer hat euch nie von ihr erzählt? Carlia ist die Diebin, die verantwortlich ist für den Mord an Gallus, dem letzten Gildenmeister. Jetzt hat sie es auf Mercer abgesehen. Helfen? Nein, nein. Schaut, ich wusste nicht einmal, dass sie dahinter steckt, bis sie mich kontaktiert hat. Bitte, ihr müsst mir glauben. Ich weiß es nicht. Als ich sie gefragt habe, murmelte sie nur, zum Anfang des Endes. Hier, nehmt die Besitzurkunde von Gut Goldenglanz als Beweis. Sagt Mercer, dass ich für ihn lebend mehr wert bin als tot. Orkazähne, jawohl. Nehme ich gerne mit. Serana, guck was wir hier haben, wir eine Truhe. Und Ausrüstung noch. Wir haben gefangen, haben es noch egal so. Und die ganzen Bücher. Aber wir haben 2, 4, 6. Das eine oder zwei schwarze Bücher fehlen uns noch.
Was ist es? Alles klar. Sonst nichts mehr? Sonst nichts mehr gerade. Ich starte von die Bella. Weg dahinter damit. Aha. Was braucht ihr? Ich bin dabei. Was wollt ihr denn noch wissen? Fertig? Oh geil. Ich will aber noch mal kurz einen Pfeil wieder reinsetzen von einem Drachenknochenpfeil. Alter, wie viel haben wir von denen im Bild schon? Was ist es? Was wollt ihr denn noch wissen? Fertig? Nichts. Ich will nur looten. Aber, Serana? Was nun? Sonst nichts mehr? Nein. Mit rum ist ja nichts mehr. So. Gehen wir 2 Minuten zurück nach Ripton. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwa... Woher seid ihr gekommen? Wo kam denn diese blöde Wache her? Serana, stopp. Serana, nein. Mach die Probleme nicht noch schlimmer, Serana. Wir müssen mal noch mal ganz kurz auf Windhelm. Ich will einfach kurz eine Folge machen. Nach Windhelm. Weil wir eine Notiz kriegen müssen. Weißes Fläschchen, okay. Ich werd's schon überstehen. Mein Meister ist etwas aufbrausend, aber ich habe schon so viel... Du liebe Zeit. Dunkelwasserkreuzung braucht Medizin für seine Bergmänner? Ich werde mich sofort um diesen Auftrag kümmern. Hier, ein paar Septime für euch. Ah, okay. Mhm. Die Alchemie ist simpel. Es sei denn, ihr seid ein Simpel. Dann kann ich euch nicht helfen. What the fuck? Das ist aber auch cool, die ganzen Waffen, die hier hängen. Der Stand ist echt, die Stände sind total echt geil. Und ich hoffe, wenn er das Gold 6 seine Rüstung wieder anpassen, also mit anpassen kann wie ein ESO.
Und dann in der nächsten Folge können wir dann Richtung, Richtung Einsamkeit gehen. Nichts als Pferde. Den ganzen Tag. Wisst, wenn die Wachen auf Viola hören würden, hätten sie den Schlechter schon längst gefangen. Ja? Piranha, ich wollte ein paar Items. Irgendetwas Brauchbares? Ich muss was Brauchbares, ich glaube, das ist meine Hühnigkrabbe. Was Zutaten? Ein Drache hat König. Habt ihr diese Krieger aus Hammerfell gesehen? Sie haben gebogene Schwerter. Gebogene Schwerter. Ich liebe meinen Mann, aber manchmal ist er leider etwas langweilig. Oh. Lasst eure Hände in euren eigenen Taschen, diebische Schlange. Junge, ich bin der Übergorn, ich bin Legat. Ich kann verstehen, warum es den Nord in Himmelsrand gefällt. Mein Papa hat immer gesagt, dass man sich nicht um Dinge Sorgen machen soll, die man sowieso nicht ändern kann. Wenn es das Schicksal so will, dass ein Drache mein Leben beendet, dann soll es so sein. Bis dahin lebe ich mein Leben so, wie ich es will. Okay. Manchmal macht ein schnelles Ross den Unterschied zwischen Leben und Tod aus. Wir haben ein Einhorn. So, sind auf Dach Rifton. Nein! Das ist jetzt nicht passiert! Das ist nicht passiert! Alter, nee! Ha! Ich hätte bessere Idee, warte mal, Wellen beugen. Woher seid ihr gekommen? Zu Fendarm. Zu euren Diensten. Serana, du kannst das Pferd nehmen. Können wir nicht mit dem. Können wir nicht sagen, wir sollen Richtung Rifton? Ich würde mich gerne Richtung Rifton. Willst du mit dem abliefern? Fehlt. Luderal war Gold. Ja, Turi. Ich baue es dann hier hin. Ist ja geil. Ich glaube, solange der Schrei noch wirkt, abklickt seid. Ist ja geil. Wo ist der Zweck? Ah ne, bleib bei Winterhelm. Aber gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr nichts mehr. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.